Grüß euch, Leute, und willkommen zurück hier im Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir die letzten Vorkehrungen der letzten Letztigkeiten getroffen. Und nun kommt die Exkursion, wo es wohl hingeht. Komm bitte, Danny. Hey, Sebi, bist du bereit für unsere Exkursion? Ja. Bist du dir auch ganz sicher? Ja. Okay, super. Die anderen scheinen auch soweit zu sein. Was für ein Zufall. Also, sage ich dem Teamleiter Bescheid, dass wir abmarschieren können. Okay. Ja, wo geht's denn jetzt hin, ey? So, Hierarchie und Deden. Wir andere werden uns dann jetzt mal auf den Weg machen. Ja, passt bitte gut auf euch auf. Wie? Kommen Hierarchie und Deden etwa nicht mit? Ich für meinen Teil bin für den Funkverkehr zuständig und muss da hier bleiben. Und ich muss von hier aus weiter den Lauf der Sterne beobachten. Hat das was Story-Relevantes zu tun? Die Sterne? Kann gut sein. Wenn ich das vernachlässige, können die Folgen fatal sein. Verstehe, das ist echt schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Ja, da hast du recht. Dann absurde. Was ist das für ein Wort, ey? Dann amüsiert euch halt einfach für uns mit. Werdet ihr denn genug zu essen haben, wenn ich nicht da bin? Ja, mach dir mal keine Sorgen, Flauschling. Wir packen das schon. Wenn du uns hier nicht alles wegnascht, haben wir mehr als genug zu essen, ne? Weil du weg bist, haben wir genug. Außerdem ist ja nicht so, als könnten es rausgehen hier aus diesem Haus und bei Keckli uns laden, wo es zum Essen einkaufen. Also gut, meine Freunde, dann wollen wir mal. Hurra! Haltet bitte hier Stellung, okay? Macht euch keine Sorgen, also viel Spaß. Mal so niedlich. So niedlich, die beiden. Jetzt sind sie eigentlich die Bösewichte. Und planen hier die bösen Machigkeiten. Die Machigkeiten sogar. Und ja, werden dann alles niederbrennen hier. Das ist real shit, sage ich euch. Sind wir etwa auf Labras unterwegs? Wir alle? Hä? Wollt ihr etwa alle? Diese Pause. Oh, war ja. Ich werde mir Mühe geben. Echt jetzt? Haltet euch bitte alle gut fest. Bei dem rauen Seegang werden wir nämlich alle mächtig durchgeschüttelt werden. Boah, es dreht sich alles. Oh, bin schlecht, ey. Oh, bitte haltet durch. So eine Exkursion ist anstrengender, als ich dachte, Sebi. Haltet noch ein bisschen durch. Wir sind gleich da. What the fuck? Kann ja nur schief gehen, ne? Ja, natürlich möchte ich weiter. Komm. Splish. 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 Oder wie sagt der aus Wind Waker? Splish. Irgendwie so. Da wären wir. Ampharos, wo sind wir denn hier? Auf der Feuerinsel, dem Ziel unserer Exkursion. Naja, das wirkt hier, gelinde gesagt, nicht gerade einladend. Irgendwie hatte ich mir unter einer Exkursion etwas vollkommen anderes vorgestellt. Ja, was sonst? Also gut, Zeit für eine kleine Verstärkung. Da muss ich dich leider enttäuschen, Flauschling. Jetzt ist erstmal lustiges Bergsteigen angesagt. Gegessen wird später. Was? Und dort oben liegt unser Ziel. Wollen wir Entei besuchen nach dem ganzen Gedöns, das passiert ist? Der Gipfel des Vulkans. Und dann wollen wir gleich mal losmarschieren. Das sieht aber nicht gerade ungefährlich aus. Da fließt ja sogar Lava runter. Ach was, was ist denn los mit denen? Exkursion, wir sind ein Forscherteam, da stelle ich mir schon was vor, dass wir irgendwo hinfahren, wo es zu erkunden gilt, ne? Kein Grund zur Sorge.
Ich habe das im Vorfeld alles bereits sehr gründlich recherchiert. Offenbar führen meine Wege hoch zum Gipfel. Deshalb ist es das Beste, wenn wir uns in Teams aufteilen und getrennt hochgehen. Flapterix, Goppel und Flauschling, ihr drei seid ein Team. Das andere besteht aus Barmelin, Renko und Sebi. Und dich, Flunkiefer, würde ich bitten, mit mir mitzukommen. Kein Problem. Und Labras ist auch hier. Kann wahrscheinlich nicht mehr. Dann wollen wir mal den Gipfel des Vulkans ansteuern. Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Aufstieg. Jawohl. Dann besprecht jetzt bitte in eurer Gruppe die Taktik für den Aufstieg. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr euch auf den Weg machen. Barmelin. Könnte ich dich mal kurz sprechen? Oh mein Gott, das ist ein böser Hinterhalt. Oh mein Gott, das... Wie wär's hiermit? Wir nehmen den Gipfel in Angriff und naschen dabei was Leckeres. Herr Flauschling, das ist doch keine Taktik. Barmelin, habe bitte immer ein Auge auf Renko und Sebi. Ja, ihr wimmelt es nur so vor gefährlichen Feuer-Pokémon. Eigentlich wollte ich Flunkiefer mit der Aufgabe betrauen, aber sie ist ein Pokémon der Typen Stahl und Fee. Ach ja, Fee ist ja nicht sehr effektiv auf Feuer. Feuer-Pokémon liegen hier somit überhaupt nicht. Bei jemandem von Flunkiefers Format sollte das zwar keine große Rolle spielen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Immerhin habe ich als Wasser-Pokémon einen Vorteil und kann die beiden unterstützen. Vielen Dank. Ach, und noch was. Für den Fall, dass du ihm begegnen solltest. Tut mir leid, Ampharos. Ich weiß nicht, ob ich dir diesbezüglich mein Wort geben kann. Aber versuchen werde ich es natürlich schon. Nein, er ist zu stark. Halte dich bitte zurück, bis wir alle da sind. Alles klar, ich werde mein Bestes geben. Warum reden jetzt alle so? Keine Ahnung. Sag mal, Barmelin, worüber habt ihr denn gesprochen? Tja, ihr seid Luschen und deswegen soll ich auf euch aufpassen und so, ja? Lasst uns stattdessen den Exkurs unter Bett geben und so. Okay, auf zum Gipfel. Aber wie die überhaupt kein Vertrauen in uns haben, ne? Ja. Sobald euer Team, ja. Sagt ihr was Neues? Ich muss hier irgendwo ein stilles Plätzchen finden. Zum Naschen. Voll der Drogen-Junkie, wie sie aufschaut. Sebi, Renka, viel Glück. Okay. Ach, und Barmelin. Pass mir gut auf die beiden auf, okay? Oh. Das sind eigentlich die einzigen, die sich wie Kinder verhalten, wie es ausschaut, und uns. Bester Tanz ever. Und uns behandeln sie wie kleine Kinder, ne? Aber übernimmt euch nicht. Alter, die Mucke ist geil. Welche Items haben wir denn? Wollte ich eigentlich schauen. Sinnbeere, Elixier haben wir auch eigentlich genügend. Mini-Belebersamen. Ich glaube noch ein Apfel. Oder zwei. So, mitnehmen. Oder drei. Wir haben eh genügend. So. Okay, ich lasche. Lieber rein, aber ich glaube, da geht die Mucke auch ab. Der Maus geht weg. Oh, es schaut so geil aus. Kriegt der gleichen Orgasmus. Kann ich darauf gehen? Ja. Nein! Wurde nicht aktiviert. Es schaut so geil aus hier. Ich liebe diesen Ort. Ich möchte hier nicht mehr weg. Was wollte ich? So. Wir sind ein Team, gut. Alter, der beste Ort ever bis jetzt. Oh, die Rottöne hier. Schaut so geil aus.
Aber ich verstehe nicht, warum hier so Pflanzen sind. Waren es da jetzt irgendwie zu faul für alles? Kann das sein? Haben sie einfach so einen Standard-Dingsbums? So ein Standardformat für ein Dungeon und haben es da vergessen, jetzt irgendwie das zu entfernen, die Pflanzen. Ich schaue mir jetzt einfach mal die Pflanzen genauer an. Ach, die Mucke ist so geil. Ja, komm. So. Attacke! Ja, sicher. Sicher gar nicht OP hier alles, ne? Stirb! Und jetzt beginnt's wieder, ne? die Gegner sind wieder völlig OP. Ein Potrott. Ja, geil. Aber das können natürlich auch Pflanzen sein, die hier in der Hitze überleben können. Ach, der Mucke ist so geil. Und der Gegner spam schon wieder. Das macht ja so viel Spaß. Wenn man nicht vorankommt. So, aber wir haben ja die Sparbelin. Oh, der Ort schaut so geil aus. Ah, so geil. Einfach zu geil alles hier. Ich liebe Rot. Das wird mir jetzt auch wieder sehr, sehr bewusst, wie sehr ich die Farbe Rot liebe. Hier in den verschiedenen Rottönen. Warum ist hier ein Sherox? Du passt so überhaupt nicht hier rein. Geh weg, stirb. So. Und die Nerven mit ihren Items. Kann man das... Ich glaube, mir nach ist das Beste hier. So. Mir nach, please. Und keine Items einsammeln. Ah, das ist doch ziemlich nervig, kann ich euch sagen. So, stirb! Donnerblitz, boah! Was ist mit dem Gegner schon wieder, ne? Kannst du dich bitte darum kümmern? Aber wie es ausschaut, haben wir jetzt wenigstens einen besseren Typenvorteil als in der idyllischen Hölle. Kannst du das bitte unterlassen? Ach, ich liebe den Wort. Ich glaube, das wird das einzige Commentary von diesem Part. Ne? Mein Orgasmus, wie sehr ich diesen Ort liebe. Also geil, ey. Ich möchte eigentlich meine Klappe jetzt halten. Und einfach blöd herumdancen. Oh je. <yeah. lacht> Es hat aber was. Jetzt muss ich aber an etwas denken. Nämlich, ist es so, ich muss für mein Studium noch in Englisch was machen. Muss ich noch online irgendwie sowas eingeben. Also online unseren Arbeitsauftrag eingeben. Ja, komm. Und da habe ich mir gedacht, einfach in Englisch, wie kann man da so eine kurze Unterrichtseinheit machen, indem man so eine Art Tanz mit den Kindern macht und währenddessen halt immer englische Anweisungen gibt, wie Walk in a Cycle. Kann man ja sagen. Und dann sollen die Kinder auch einem nachreden. Walk in a cycle. Und wir gehen in einem Kreis herum. Und das habe ich mir eben gedacht als kleine Unterrichtseinheit. Übung kann man eigentlich sagen. Und da brauche ich eh eine Musik. Und ich denke mal, das wäre eine geile Musik zum Updancen, oder? Naja. Aber es passt eigentlich, ne? Energisch in Preis gehen. Dann einen Schritt rechts, einen Schritt links, einen Schritt rechts und wieder im Kreis herumgehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Aber schauen wir mal. Man muss ja aufpassen, ne?
wie man mit seinen Hobbys eigentlich in der Öffentlichkeit umgeht. Da schrecke ich ja noch ein bisschen zurück. Ist eigentlich sowieso ein bisschen merkwürdig. Im letzten Semester im Praktikum haben wir das Thema angesprochen mit unserer Sprache und da sind wir eben drauf gekommen, dass ich eigentlich eine relativ gute Sprache habe, eine Standardsprache. Und ich habe da halt gesagt, dass ich da eben Übung habe darin und wollte aber nicht sagen, warum. Meine Übung ist ja hier, das Let's Play mache ich ja mittlerweile schon über drei Jahre lang. Und das ist natürlich eine gute Übung und da wollte ich es halt einfach nicht sagen. So, was ja auch nichts Schlimmes ist, dass ich nichts gesagt habe. Aber mein Mitstudent, der hat gleich eine Vermutung von sich gegeben und hat gesagt, ob ich da so Videospiele aufnehme oder so. Ich habe absolut keine Ahnung, wie er da drauf kommt. Hat er mich schon entdeckt in dem Sinn? Oder wie kommt er auf das? Ich glaube nicht, dass der Let's Play schaut oder irgendwas ähnliches. Also dementsprechend... Ich weiß nicht. Ich habe ihn einmal, glaube ich, von meinem Musikgeschmack erzählt. Nämlich, dass ich gerne Videospiel-Soundtrack anhöre. Naja, vielleicht... hat er hier diesen Schluss draus gezogen, weil ihr müsst wissen, wir haben mittlerweile schon in Mediendidaktik schon ein paar Mal das Thema angesprochen mit Let's Plays und sowas. Als es um das Thema, welches Thema ging es? Screencast, so heißt das, ne? Man kommentiert etwas und erklärt zum Beispiel ein Programm und man hat eben, das ist ähnlich wie so ein Let's Play, ne? Man kommentiert einfach drüber, was man im Video macht. Und das haben wir auch schon in Mediendidaktik schon durchgenommen, die Thematik. Und halt unser Medienlehrer hat eben den Vergleich mit Let's Plays öfters gezogen. Und vielleicht kam deswegen mein Mitstudent auf die Idee, dass ich hier auch Let's Plays mache. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie er auf diesen Gedanken gekommen ist. Das ist eben komisch. Naja. Egal. So. Gefällt mir gerade überhaupt nicht, dass Pikachu ganz hinten ist. Die Mucke ist so geil. Warum muss die Mucke so geil sein? Die Mucke. Schaut auch komisch. Schwulpik schaut mich an, speit mir Feuer entgegen und Feuer geht einfach in die andere Richtung. So. Barmelin, kümmere dich bitte darum. Dankeschön. Aber das sieht auch nicht wirklich sehr viel ab, ne? Da zieht Pikachu doch mehr ab. Naja. Schaut euch das an. Das ist so geil. Alles so schön rot. Ich liebe es. Oh. Ach ja. Es hört einfach nicht auf. Aber schaut euch einfach die Rottöne an. Hier mit Gelb und alles rund dran. Ah, so geil. Kann ich eigentlich den Anführer wechseln? Nope, kann ich nicht. So. Und ja, das ist Tanzen, was ich mache. Blöd mit dem Kopf herumwackeln. Check out my moves. Achso, dort oben ist es eh. Man merkt, dass ich nicht wirklich mit dem Kopf bei der Sache bin. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu schlimm hier. So habe ich übrigens beim Items Farmen hantiert. Alle Pokémon gehen einfach ihren Weg und so kann man eigentlich die Orte, die Dungeons, relativ gut erkunden. Jojojojojo. Gut. Jetzt kommt's gleich wieder. Ich habe solche Störungen. Aber es ist einfach nur so geil. Der schaut so geil aus hier, ne? Oh, so geil. Ach, jetzt zum Beispiel, ich habe es ja letztens... Das ist sowas von overpowered. Ich habe es ja letztens angesprochen, ne? Die Thematik mit
hier im Let's Play, im Spiel, befinde ich mich eigentlich dauernd so auf Höhen und dann wieder Tiefen und Höhen und Tiefen. Und jetzt bin ich absolut auf der Höhe gerade. Was zumindest mein Gemüt betrifft. Ich liebe diesen Ort einfach. Einfach nur herrlich. Jetzt schaut schlecht aus für Barmelin. Barmelin, Barmelin, Barmelin. Was ist denn das hier? Boah, das ist geil. Warum klappt das nicht? Okay. Wechseln, please. Wechseln, please. Wechseln, please. Wechseln, please. Wechseln, please. Okay, dann. Halt nicht bitte geben. Ja, komm. Kümmern wir um das Viech. Uns um das Viech. So, wie viel macht ein Flammenwurf? Ja, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Das sollte eigentlich nicht sehr effektiv sein. Und ihr seht, wie viel das eigentlich abzieht. Und dann vierfach effektive Attacken. Obwohl ich glaube nicht, dass es hier in dem Spiel vierfach Effektivität gibt. Macht nicht so viel aus. Ich kann einfach nicht aufhören. Yes, Elixier. Das waren so viele Gegner schon wieder. Aber jetzt stört es mich irgendwie nicht. Schon wieder Scherfuchs. Ein Scherfuchs. Ein Scherfuchs. Ein Scherfuchs. Das ist tot. Das ist tot. Sowas von tot. Aber so kann man eigentlich relativ gut leveln hier. Mir gefällt. Nein. Strahlorb. Ja, kann vielleicht gar nicht so schlecht sein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? So, Apfel. Essen. Apfel. Essen. Apfel. Essen. Okay, ich höre schon auf. Yes. Gut, gut, gut. Ich hatte schon die Befürchtung, oh, geht's jetzt wirklich zu Ende. Aber nope. Nope. So, Items ablegen. Füllt den Wagen. Magen ein wenig. Erweitert sich Magenvolumen. Okay. Schon wieder. Was ist mit den ganzen Samen? Das verstehe ich noch nicht ganz so. Speichergerät brauchen wir nicht. Vielleicht die Brocken, vielleicht. Ja, komm. Ja, komm. Geh weg. So, Apfel können wir auch ein paar ablegen. So. Strahlorb auch. Na, oder? Ne, egal. Egal, Leute. Sinelbeere, Belebersamen brauche ich noch. Also. Und hier die Atmosphäre, die Hintergrundmusik, Kulisse. Die ist auch geil. Items, so. Was wollte ich nehmen? Apfel? Nein. Elixier vielleicht zwei. Habe ich nicht gerade Elixier abgelegt? Kann das sein? Egal. So. Gut. Weiter geht's. Yes. Kommt. Musik. Mit dem interessanten Einstieg, ne? Und jetzt beginnt's gleich wieder. Komm. Wir warten. Ja. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Komm, wir warten. Ja, der Hype ist real. Oh, oh Gott, mir schwindelig. So. Mein Kopf, er dreht sich. Oh, so ein schönes Flammenmeer. Sieht man da hinten? Wollt mich ja nur umsehen gehen, ne? Wie denn? Dann geh aus dem Weg, please. Ich möchte auch nicht so viel reden. Ich möchte nicht viel reden. Einfach der Musik lauschen. Und diesen Ort. Genießen. Konfusionskraft. Nee.
Ich wollte nicht, dass du dieses Item einsammelst. Oh, es ist so schön, alles. Goldbahn, yes. Ich beneide Vulpix, kann ich euch sagen. Darf hier leben. Hier. So wunderschön. Halt deine Klappe! Aber du hast zu viele Items, die vielleicht geil sind. Muss diese Mucke hier sein? Die möchte ich nicht haben. Trainingssamene. Geh weg. Husch. Ah, jetzt müssen wir wieder so lange warten, ne? Wir warten. Jetzt beginnt das schon wieder. Wir warten. 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 Es kommt gleich. Yes. Ah, ist okay. Ach ja, ach ja. Ich genieße es. Lasst mir meinen Spaß. So, dann gehen wir einfach mal links. Ich habe keinen Bock auf die Gegner. Wobei, so ein Kürtel. Vielleicht gehe ich doch zurück. So, ich mache einfach so eine Runde und greife es jetzt an. So. Es war zwar nicht so optimal hier, aber egal. So. Stirb. Yes, Erfahrungspunkte. Das ist geil, das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen. Flammenwurf, komm. Stirb, du Miststück. So geil. Tackle, warum tackle ich? Tackle, ja. Ist relativ wurscht. Komm, vernichte es. Dankeschön. Tjum, tjum. Oh ja, es beginnt gleich wieder. Seid ihr bereit, meine Leute? Seid ihr bereit? Sollte hier verschwinden von dem Mistviech, das tötet mich. Das ist so overpowered. Stirb! Ha, warum ist sie eigentlich ein Rehorn? Verschwinde. Wir möchten dich hier nicht sehen. Ich habe gerade voll vergessen, dass ich hier blöd herumtanze, kann man sagen. Und dann habe ich es bemerkt, dass ich blöd herumtanze. Und das war leicht irritierend für mich. Oh oh. Ja, komm. Renka, gib dir selber eine Sinelbeere. Das wäre optimalchen hier. Ich denke mal, brüllt nicht so blöd herum hier, ey. Für Barmelin wäre es besser, wenn wir jetzt einfach weitergehen. E10. E10. Ach ja, so geil. So. Ich find's aber irgendwie ironisch, dass jetzt kriege ich die ganzen Treppen hinterhergeschmissen, wo ich aber noch weiter erkunden möchte und eigentlich möglichst lange hier in diesem Dungeon verbleiben möchte, ne? Da kriege ich die ganzen Dinger hinterhergeschmissen, ne? Das ist Überraschung. Das war Überraschung. Und jetzt versuche ich nicht zu vergessen, dass ich dort oben ja schon einen Raum habe, wo die Treppe ist. Oh, so viele Gegner. Werfen! Einfach so werfen! Aber das zieht auch so viel ab, ne? Und du da! Weißt du was? Das wollte ich nicht. Ich habe eh so viele Geo-Rock-Brocken. Werfen! Na, da wollte ich doch.
Das gibt's doch nicht. Naja, dann kümmere ich mich hier unten um das Viech. Um das Scherax. Das Zufehlerblatt. Stirb! Aber das zieht eigentlich schon ziemlich viel ab für so ein Scherax. Also müsste es eine Vierfach-Effektivität schon geben, in einer gewissen Art und Weise, ne? Hat das gerade mit den Schwertern getanzt? Geht's dir noch recht gut? Was ist denn los mit dir? Ah, Geduld. Sollen wir geduldig sein oder ihn einfach so vernichten? Wir vernichten ihn einfach so. Es geht hier um Leben und Tod. Wobei, schaut gar nicht so gut aus. Okay, gut. Jetzt kommt's wieder. Mir wird's nicht so blöd. Es ist einfach so zum Updancen hier. Ui, interessantes Viech ist hier. Tauschen. 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 Mein Commentary lässt zu wünschen übrig, aber mir völlig egal. So, das ist auch die ganze Ebene. Also manchmal sind die Ebenen extrem kurz und manchmal die längsten überhaupt. Nein, da ist ein Rihuan gewesen, oder? Was hast du gesagt? Freu dich wenigstens auf mich. Au, warum soll ich das... Warum soll ich dich beschützen? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt so keinen Sinn. Nein! I don't want to end that alles. Hey, Renka, schau mal. Dort oben weitet sich der Weg. Nichts wie ihn. Was ist denn hier los? Wir sind schon ziemlich weit vorgedrungen. Aber ich schätze, bis zum Gipfel ist es noch ein Stück. Kein Schritt weiter! Oh, woher kam diese Stimme gerade? Wer spricht da? Mein Name lautet Mark Brandt. Ich lasse euch nicht weitergehen. Wir sind auf Exkursion hier und wollen zum Gipfel des Vulkans. Exkursion? Die Richtung stimmt nur schon mal einmal. Zum Gipfel geht es tatsächlich dort entlang. Allerdings handelt es sich dabei gleichzeitig auch um das Revier des Meisters. Des Meisters? In der Tat. Des Meisters. Der Feuerinsel. Wusch! Alter, so viel Viecher. Alle, die wir hier auf der Feuerinsel leben, sind unserem Meister treu ergeben. Naja, was Musik betrifft und Gestaltung der Dungeons, da muss man schon applaudieren, das muss man schon sagen. Wobei dieses Face nicht schön ist, das passt überhaupt nicht hier zu diesem Ort, also verschwinde. Und mag es auch etwas harmlos wie eine Exkursion sein, die euch hergeführt hat, für euch geht es hier jetzt nicht weiter. Sevi, Renka, nehmt euch in Acht. Euch rammeln wir mit vereinten Kräften ungespitzt in den Boden. Auf geht's, meine Magma! Oh, dieser Boss, der passt so überhaupt nicht hier rein. So überhaupt nicht. Weil die sind alle so hässlich, diese Viecher. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht die besten Items, oder? Mini-Belebersamen, ja. Kann ich das aufstecken? Ja, komm, du. Okay, das war eine Runde. Und das trifft sogar mehrere, ne? Okay, okay. Das freut mich. Ah, da! Gar nicht overpowered, das Ganze hier. Yep. Aber Pikachu scheint hier ziemlich gut zu sein. Und ich denke mal, ich werde hier jetzt mal was einstellen. So. Und wieder die Mucke, die nach Inazuma Eleven klingt, ne? Dem Gegner hinterher! Yes! Weil Barmelin, das geht ja überhaupt nicht, dass du da unten dauernd stehst. Alter! So overpowered, Pikachu. Mhm. Also kannst du jetzt nicht mehr angreifen. Das ist ziemlich blöd. Sowas von blöd. Hm. Haben wir nicht noch so einen? Können wir hier... Nope, geht nicht. Nöp. Dann greife ich einfach das Magma hier an. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. So, stirb! Barmelin, machst du please auch was?
Dankeschön. Aber die halten immer so viel aus, ne? Das gibt auch irgendwie keinen Sinn. Naja. Aber schaut gar nicht so schlecht aus hier. Yes. Gut gemacht, Babelin. Kann ich da nicht hin? Ja, komm. Nicht sparsam sein hier. Aber läuft ziemlich gut hier jetzt, ne? Muss man schon sagen. Übrigens, ich habe es ja letztens noch angesprochen mit meinen Prozenten, die ich diesem Spiel bis jetzt geben würde. Schon allein wegen diesem Ort hier ist jetzt mindestens schon 70 wieder das Spiel hier. Boah, Luigi. Uff, Luigi. Wow, du bist so stark, Marmeline. Eigentlich warst du ziemlich krass stark hier, Renka, muss ich sagen. Naja, ohne euch hätte ich das auch nicht geschafft. Oder vielleicht doch. Was soll das heißen, ne? Bitch! Das war Renka, hat man klar und deutlich gesehen, diesen Damage, den sie rausgehaut hat. Ja, du warst natürlich auch ziemlich nützlich hier in dem Kampf. Hast ja das Magbrand besiegt. Aber Renka, ey. Geht das nur mir so oder kommt euch das Ganze auch ziemlich seltsam vor? Der Schlagabtausch gerade mit Magbrand und die Kämpfe auf dem Weg hierher. Ständig stellen sich Gegner uns in den Weg. Das ist schon das ganze Abenteuer. Warum ist das jetzt auf einmal seltsam? Das ist nicht gerade das, was ich mir unter einer Exkursion vorgestellt habe. Ja. Ich mir eigentlich schon. Ich hatte ehrlich gesagt mit etwas Unbeschwerten gerechnet. Ja und? Nanu, was ist denn, Marmeline? Weißt du vielleicht etwas, was wir nicht wissen? Nö. Ich bin ja auch nicht schlauer als ihr. Ich weiß gar nichts. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber der Teamleiter wird schon wissen, was er tut. Vielleicht erfahren wir ja mehr, wenn wir uns etwas voranarbeiten. Aber wie dem auch sei, lasst uns weitergehen. Ja, noch mehr von dem Dungeon. I want it. Komm. Na, schade. Oh, schade. Ich möchte wieder abdancen. Könnte das hier vielleicht... Warum wackelt der Typ da jetzt mit seinem Kopf? Sorry, aber ich muss wieder an den Dungeon denken. Der Gipfel des Vulkans und seinen... sieht ganz so aus. Echt? Der Gipfel? Da wusste ich's doch. Wir haben es geschafft, Sebi. Wir haben es tatsächlich bis nach ganz oben geschafft. Oh, aber eine Sache geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Ja, mir auch nicht. Der Dungeon war so geil. Etwa das, was Magbrand über den Meister der Feuerinsel gesagt hat. Wer seid ihr? Wer wagt es, mein Revier zu betreten? Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Krasser Plot-Twist, der keiner ist, weil er sowas von offensichtlich ist. N? Ist das N? Nein, das ist ein N, ist nicht von dieser Generation. Lass ihn aus dem Spiel. Oder wir sind vielleicht N, ne? Wir, der Protagonist. Entei! Ihr schon wieder. Hatte ich euch nicht gewarnt? Diesmal werde ich nicht Gnade vor Rechte gehen lassen. Wisst ihr, worauf ihr euch da eingelassen habt? Ja, auf einen geilen Dungeon. Du bist also Entei? Und wer will das wissen? Mein Name ist Marmeline und ich bin ein Mitglied des Forscherteams. Je nachdem, wie deine Antwort ausfällt, bin ich fest entschlossen, dich zum Kampf herauszufordern, Entei. Beef! Was? What the fuck? Es ist übrigens nur ein Marmeline, ne? Gut, die Botschaft war deutlich. Doch denk daran, wie man in den Wald hinein so schreit, epischer Kampf ist episch, wird jetzt voll aufgeschlitzt. Marmeline.
Tja, da hast du dich wohl von deinem Typenvorteil blenden lassen. Leichtsinn und ein Hang zu übereilten Entscheidungen sind deine Schwäche. Doch in einer Welt, in der es nur so von rückgratlosen Pokémon wimmelt, ich sollte nicht so blöd herumtanzen, sonst kann ich nicht listen. Gebührt deinem leichtsinnigen, doch furchtlosen Auftreten meine Anerkennung. Deine Entschlossenheit zolle ich hier mit Respekt. Und daher werde ich dir nun mit dem größtmöglichsten Respekt den Garaus machen. Halt, Bitch! Das wirst du nicht tun. Das werden wir nicht zulassen. Sebi Renker, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Das sagt der Richtige. Anstatt, dass wir zu dritt gegen ihn kämpfen, kämpfst du alleine. Ente ist nun wirklich eine paar Nummern zu groß für euch. Hatte ich nicht gesagt, dass ich diesen Mal nicht Gnade vor Rechter gehen lassen würde? Und warum wackelt er schon wieder mit seinem Kopf? Und dennoch wollt ihr euch mir in den Weg stellen? Ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr werdet noch den Tag verfluchen, an dem ihr mir begegnet seid. Kua! I don't care. Ich kann glücklich sterben. Hallo Renker, wie geht's? Dann würde ich sagen, Gegner hinterher, ja, kann man schon sagen. Und kann ich hier jetzt was umstellen? Jap. Bestecken. Geben, wollte ich sagen. Und ich weiß, Part hat schon 41 Minuten Länge. Aber I don't care. Und Renke, wo läufst du hin, bitte? Dem Gegner hinterher. Nicht wegrennen in seine Schusslaufbahn. In seine Schusslaufbahn sogar. Kann ich noch was anderes verwenden hier? Kann ich dich mit Steinen bewerfen? Stirb! Oh mein Gott, das... Renker, kannst du ihm bitte näher kommen, weil mit Mogelhieb alleine wirst du nicht zurechtkommen. Stirb! Oh, Renker, du bist so nervig, warum machst du das jetzt? Mogelhieb, so. Sperren. Sperren. So. Und ich werde fröhlich meine Steine weiterschmeißen. Werfen! Jetzt dreht sich Ente endlich um, so. What the fuck, was machst du da? Lass mich in Ruhe. So. Ess deine Beere und geh endlich nach vorne. Er ist angepisst, wie es ausschaut. Was wollte ich eigentlich nicht? Darf ich da? Voll weggebrüllt. So. Stein! Werfen! Stirb! Glut. Ja, hat es in sich, wie es ausschaut. Aber ich werf mal fröhlich meine Steine weiter. Ja, komm. Volle Power angreifen. Wobei, ich sollte lieber jetzt Zielbeere verwenden. Oder? Habe ich überhaupt noch Zielbeeren? Ah, das war die letzte. Das war gar nicht so klugig von mir. Naja. Können wir sonst noch irgendwas? Attackensalbe haben wir schon. Dann werfe ich einfach weiter. Warum rennst du jetzt davon? Egal. Gut. Minibilly was armen und ich lenke ihn einfach mal ab. Na, du lenkst ihn ab und ich werfe fröhlich meine Steine weiter. Irgendwie die Bossfights hier in dem Spiel sind sowas von lächerlich. Zumindest so wie ich hier rangehe. Die ganze Zeit blöd mit den Steinen rumgeworfen. Was soll? Das soll das etwa alles sein? Zu mehr seid ihr nicht fähig? Hey, das widerspricht dem, was ich im Kampf gesehen habe. Voll unrealistisch gemacht, ey. Ja, Renke, das kann ich verstehen, aber ich? Wer ist als nächster dran? Mal sehen. Ich fange mit dir an, du mit deinen blöden Steinen! Ich hätte nicht blöd mit Steine rumwerfen sollen. Dir knippe ich zuerst das Licht aus.
Sebi! Sebi! Keine Sorge, gleich ist es vorbei. Okay. Was war das? Sebi, dein Freundschaftsschal. Er reagiert auf den Schal von Renka. What the fuck? Was passiert hier? Och nee. Warum muss ich mit dem hässlichen Vieh jetzt kämpfen? Find zwar geil, dass man jetzt endlich in der Story mal sich entwickelt, wie es ausschaut. Finde ich alles geil. Aber ich hätte hier lieber Floink benutzt als das Vieh hier. Aber interessant. Was? Was hat das zu bedeuten? Renka, du bist fett geworden. Was ist das für ein seltsames Gefühl? Das ist jetzt sowas von komisch, kann ich euch sagen. Aber da bin ich jetzt gespannt. Die müssten jetzt alle auch ein andere Icons haben, ne? Nicht nur die Standard-Icons. Mal schauen. Aber das ist jetzt so komisch, muss ich euch sagen. Jetzt den Partner entwickelt zu sehen, jetzt einen Raichu zu sehen und nicht mehr Pikachu. Das ist komisch. Boah, Sebi, du siehst voll klasse aus, nee. Wobei eigentlich... Flambirex heißt es, ne? Ist jetzt auch hässlich, aber nicht so hässlich wie die Mittelstufe. Ja, Moment mal. Ich etwa auch? Ich weiß zwar nicht, was sich da gerade vor meinen Augen abgespielt hat, aber der Drang, euch auszuschalten, ist dadurch nur größer geworden. Dann zeigt mal, was in euch steckt. Irgendwas ist anders als sonst. Diese Fresse ist so hässlich. Mein Körper ist bis zum Bersten mit deiner unglaublichen Kraft gefüllt. Also gut, dann wollen wir mal ein heißes Tänzchen machen. Ja, mit der geilen Musik, please. Gebt alles, was ihr habt. Los, worauf wartet ihr noch? Boah, habe ich wieder meine Icons? Da, ja, meinem Kampfstil wird sich nichts ändern. So. Blöd mit Steinen herumwerfen. Okay, dann schauen wir mal. Bodycheck! Attacke! Sieht auch nicht so viel ab, wie es ausschaut. Aber die Mücke ist wieder geil. Aber so viel KP. Ich sehe es gerade. Renka, kannst du mal blöd mit Steinen herumwerfen? Stirb! Tackle zieht leider nicht so viel ab. Naja. Oh mein Gott, Nash! Wir vernichten dich! Boah, das ging einfach. Aber ich bin jetzt gespannt, ob sich das jetzt mit der Schwierigkeit regelt. Jetzt, wo wir entwickelt sind. Mal schauen. Wir haben Entei besiegt. What the fuck? Wir sehen wieder aus wie immer. Greift es uns jetzt etwa nochmal an? Schluss jetzt! Ampharos? Alles doch gewusst. Ampharosche und Flunkkiefer! Wir kommen wohl gerade im rechten Moment! Ampharos vom Forscherteam. Ich hätte es wissen sollen. Du bist hier, um mich zu besiegen. Boah. Oh mein Gott! Aber gefällt mir, wie es hier inszeniert wird, das Ganze. Die Mucke auch wieder geil. Nein, wir sind lediglich gekommen, um herauszufinden, ob wir gegen dich kämpfen müssen oder nicht. Doch unser Zweifel war nun begründet. Denn würdest du hinter den Versteinerungen stecken, dann würdest du dir das ersparen. Darum geht es also.
Wenn dem so ist, dann verlass diesen Ort augenblicklich. Das hier ist mein Revier. Aber der Ort ist so geil. Lass mich doch hier bleiben. Ich bin eher ein Feuer-Pokémon. In der Tat. Bitte verzeih uns, dass wir einfach so in dein Revier eingedrungen sind. Wir werden auch sofort wieder kehrt machen. Ich nehme dich beim Wort. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich komme sicher wieder. Okay. Die jüngsten Vorfälle sind in der Tat sehr besorgniserregend. Denkt ihr, dass ihr eine Lösung finden könnt? Achso, das sagt er jetzt. das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Doch wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren. Was das... war das nicht auch der Grund, weshalb du dich zum Windkontinent ich kann nicht lesen. Mir bleibt keine andere Wahl. Wenn ich Gefahr spüre, muss ich handeln. Verstehe. Das steckt ja also dahinter. Vielen Dank für deine Wachsamkeit. Und damit möchten wir uns auch schon verabschieden. Ja. Also Barmelin. Liegt ja auch da. Mich wundert es eher noch, warum wir jetzt wieder zurückentwickelt haben in dem Sinn. Ob das jetzt hier was Positives ist oder was Negatives, das ist ja eine andere Frage. Ist mit dir alles in Ordnung, Barmelin? Ja, geht schon. Aber genug von mir. Ihr zwei wart genial. Was um alles in der Welt war da bloß los? Ich hab selbst keinen blassen Schimmer. Ich habe unsere Schals leuchten sehen und schwupps, sahen wir völlig anders aus. Das war die Gestalt, die ihr annehmt, wenn ihr euch entwickelt. Entwickelt? Wir haben uns entwickelt? Genau. Warum ihr euch einfach so entwickeln konntet, weiß ich allerdings nicht. Die Frage ist eher, warum wir uns zurückentwickeln können. Das entgeht völliger Pokémon-Logik. Oh mein Gott, das... Zudem kehrt man nach der Entwicklung eigentlich nicht zu seiner alten Gestalt zurück. Das ist echt merkwürdig. Es scheint, als stecke irgendein Geheimnis in euren beiden Schals. Ein Geheimnis? In diesen Schals? Und eins und zwei, also... Und eins und zwei, und eins und zwei, eins, zwei, eins, zwei. Achso, jetzt hätte ich gedacht, jetzt kommt die denn wieder mit Funkspruch oder so daher. Hurra, wir haben es bis zum Gipfel geschafft. Das Goppel ist fix und fertig. Hey, Freunde. Ihr seid schon eine Weile hier, wie? Schön, dass ihr heil angekommen seid. Teamleiter, das hier ist doch der Gipfel, oder? Ja, ganz recht. Wir haben sich eben einige merkwürdige Dinge ereignet. Ampharos berichtete dem Rest des Teams, was sich auf dem Gipfel zugetragen hat. Aber was? Ist das dein Ernst? Ja, so wahr ich hier stehe. Und damit möchte ich unsere Exkursion für beendet erklären. Lasst uns sofort nach Dubelstadt zurückkehren. Ja, was? Wo wir doch gerade erst den Gipfel erreicht haben. Wollen wir uns nicht was essen? Ich habe nämlich einen mächtigen Kohldampf. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Oh Gott. Wie bitte? Flauschling hat den ganzen Weg über ständig irgendwas gefuttert. Und klappt dann hier als Erste so zusammen? Nicht mit mir, nicht mit mir. Oh, mir knurrt schon seit Morgen, heute Morgen der Morgen. Ich sehe nur noch Sternchen. Das Goppel ist auch ganz schwindelig vor Hunger. Ich für meinen Teil liege ja schon eine ganze Weile hier auf dem Boden. Aber wenn ich was zwischen die Beiße bekäme, ginge es mir bestimmt wieder besser. Ach ja, die Exkursion scheint ja euch mächtig gelaucht zu haben. Geschlaucht, nicht gelaucht. Aber Lauch wäre geil jetzt. Entei, kannst du mich hören? Es tut mir leid, sehr leid. Aber ich werde unsere Pläne leider ein wenig ändern müssen. Wir würden hier gerne zuerst etwas essen und dann die Heimreise antreten. Wäre das ein Problem für dich? Macht euch, was ihr wollt. Yes! Juhu! Vielen Dank!
Also, meine Freunde, dann wollen wir mal zuschlagen. Guten Hunger und lasst es euch merken. Wo ist das Essen? Wir essen jetzt den Sand. Und das merkt mir. Und so nahm unsere mehr oder weniger spaßige Exkursion ein Ende. Was heißt mehr oder weniger? Das hat verdammt viel Spaß gemacht mit dem geilen Dungeon. Ja. Ich kann immer noch nicht aufhören, herumzuwackeln. Ich mach's nicht absichtlich, aber keine Ahnung. Das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich immer noch blöd herumwackel. Es hatten sich ja wundersame Dinge zugetragen, die meinen Horizont weit übersteigen. Allen voran die Sache mit unseren Freundschaftsschals. Opa hatte mir mal erzählt, dass ich in den beiden Schals eingewickelt war, als er mich als Findelkind auflas. Welches Geheimnis mag bloß in diesem sonderbaren Schals schlummern? Ach, das gefällt mir auch, dass es jetzt langsam, aber sicher so richtig in Fahrt kommt, die Story, ne? Aber das verheißt nichts Gutes, wie es ausschaut. Gut, Leute. Das war's für heute. Und auch für die heutige Session, würde ich sagen. Ja. Ich bin schon K.O. Irgendwie, Mystery Dungeon, das macht mich K.O. Weil ich glaube, ich habe jetzt 2 Stunden aufgenommen. Na, gar nicht. Na, eigentlich schon 3 Stunden. 3, 4 Stunden, würde ich sagen. Ist ja eigentlich auch schon viel. Ja. Ja, geht so. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Leute, das war's für heute. Und wir werden uns dann demnächst wiedersehen. Macht's gut. Tschüss und danzt weiter ab mit der geilen Musik. Also, macht's gut und tschüss. Bye, bye.